Die Grafik von Ghosts ist definitiv gut. Jetzt nicht der Hammer. Da fand ich Killzone Shadowfall besser. Da könnt ihr euch auf den Boden legen und Grashalme zählen. Ihr könnt sogar die Windungen bei den Grashalmen zählen. Und das ist einfach geil, dass sich da einer mal so richtig... Ja, ihr könnt bei Bäumen, könnt ihr an den Blättern die Fasern abzählen zum Beispiel. Das ist einfach einzigartig. Und da steht Ghosts auch weit hinter von der Grafik. Die wurde jetzt zwar ein bisschen abgegradet, aber gegen Killzone sieht sie einigermaßen schlecht aus. Ja. Also die Grafik von Ghosts ist gut, aber nicht der Hammer. Dafür ist das Spiel an sich nicht unbedingt der Burner. Habe ich auch schon deutlich Besseres gesehen von den Entwicklern. Hier Infinity Ward. Die haben sich da bei Modern Warfare 2 auch ordentlich ins Zeug gelegt. Tolles Spiel, muss man ja sagen. Der Online-Modus gefällt mir nicht so gut. Das liegt aber auch daran, dass ich erst sehr spät eingestiegen bin. Jetzt sind eigentlich eh nur noch Hacker drin auf der PS3. Und wenn du nur mit Hackern zockst, dann macht kein Spiel Spaß. Also Modern Warfare 2, ja, den Multiplayer lasse ich mal außen vor bei der Bewertung. Die Story war gut. Das Gameplay in der Kampagne war auch relativ gut. Und der Spezialeinheitenmodus, beziehungsweise weiß ich gar nicht, wie der da heißt, beim Modern Warfare 2, das habe ich auch wieder vergessen. Ist auch richtig lange her, dass ich das gespielt habe. Der Modus, der ist ja auch relativ geil. Muss man ja mal sagen. Also Bot Survival finde ich ja allgemein relativ interessant. Ich finde ja so Online-Spiele gar nicht cool eigentlich. Deswegen habe ich mir auch bis heute kein PlayZ Plus geholt. Ich habe mir im November damals schon die PlayZ... Dingens, die PlayZ 4 bestellt. Habe sie dann Ende Dezember bekommen. Und ich fand es schön eigentlich, eine PlayZ 4 zu haben. Auch wenn ich jetzt sagen muss, es ist... ja... Es hält sich in Grenzen, also ich habe jetzt nur Ghosts und Killzone Shadowfall, habe jetzt im Moment auch keine Kohle auf dem PSN, um mir neue Spiele zu holen. Mit PayPal kann man, soweit ich das im Moment weiß, nicht überweisen auf die PlayZ. Wäre schön, wenn es gehen würde. Denn dann, ja, wäre es um einiges leichter, sich Spiele zu holen. So, und Munition könnte auch mal geil sein. Schätze ich jedenfalls mal. Wäre jetzt Weltklasse. Boah, ich ziehe das ganz schön durch. Und mir fällt eigentlich gerade auch erst auf, dass ich es ja auch einfach gestellt habe. Aber egal. Ich habe ja hier ordentlich was weggemetzelt, muss man ja sagen. Ich bin trotzdem stolz auf das Gameplay. Es ist einigermaßen gut dafür, dass ich die ganze Zeit am Quatschen bin. Und umgekehrt geht's doch eigentlich mit dem Redefluss. Also ihr müsst bei einem Let's Play auch immer dran denken, ne? Das ist ja bei mir jetzt auch so eine Sache. Bei mir sagen ja auch immer viele, oh, du bist ja total schlecht und so. Woran es eigentlich dann auch meistens liegt, das ist einfach der Redefluss. Wenn ich die ganze Zeit am Labern bin, dann kann ich mich auch nicht so krass auf das Spiel konzentrieren. Ich habe es mittlerweile so geschafft, dass das ein bisschen nebenher läuft, aber... ja. Hier die ganze Zeit zocken und dann dabei labern, das ist so eine Sache, die einfach übelst schwer sein kann. Und demnach ist es dann auch eine Entscheidungssache. Kommt immer auf die Person an, ob sie damit klarkommt. Multitasking und so. Bei mir geht's einigermaßen... Könnte aber auch besser sein. Sie kommen aus dem Rauch. Wahrscheinlich sind sie in der Raucherzone und sind nikotinabhängig. Kann der verdammte Heli jetzt endlich mal aufhören auszuweichen, Alter? Der riecht ja richtig auf. So. Einfacher könnte es doch gar nicht gehen. Yeah. So, nehmt hier mal ein bisschen Munition in die Fresse. Okay, der war schlecht. Der Pre-Aimer gerade. Was die auch immer für einen Scheiß auf einen schießen. Ist auch immer so ein Rätsel, was das überhaupt sein soll. Es ist auch an sich Säure, also es ätzt. Ja, dass es ätzend ist, das weiß ich auch so. Aber es ist eine Art Säure. Und ich frage mich, ob die das Zeug im Körper tragen können, ohne dadurch selber kaputt zu gehen. Das wäre nämlich relativ schön, wenn sie dadurch sterben würden. Die Skorpione sind mit die größte Nervenangelegenheit bei Ghosts, ey. Sie können kein Geld mehr tragen. Ja, kann ich nur noch für Munition und animalische Instinkte raushauen. Wunderbar, ey. Schöner könnte es doch gar nicht sein. Komm her, Skorpion. Ah, ich hab dich genatzt, Alter. Da ist er.
So, jetzt nur noch hoffen, dass wir das noch einigermaßen schaffen, wenn wir hier ins nächste Ding reinkommen. Die finale Barriere, die kann äußerst schwer werden. Also dieses finale Ding, was man zerstören muss. Sie können kein Geld mehr tragen. Werf's über Bord. Yeah. Animalische Instinkte. Jetzt gar nicht sehen, wo die Gegner sind. Das hilft auch voll bei den Gegnern. Das sollte eigentlich auch die ganze Zeit über so aussehen. Allerdings ist es auch immer so eine Geschmackssache, ob man damit gut zocken kann. Weil man nach einer Zeit auch Augenschmerz kriegt, wenn man in diesem Modus länger ist. Wenn man sich das nur ein bisschen anschaut. Geschafft! Sterbt, ihr Wichsers! Los, verpisst euch! Ich hab euch erledigt! Yeah! Na gut, jetzt noch nicht ganz. Wird noch ein bisschen dauern. Konzentriert bleiben und so. So, Munition kann man ja mal reinwerfen. Was können wir denn jetzt noch verbessern? Automatisches Geschütz wäre geil. Beseitigt feindliche vier Sprengsätze mit großen Wirkungsradius. Habe ich noch nicht eingesetzt, aber klingt geil. Gut. Okay. Ich glaube, wir müssen durch die Gasse hier. Und wir sind ein ganzes Stück weitergekommen. Schön, ja. Made by PS4 und so. You mad it? Oh, fuck. Das ist eine Baratze, Alter. Der Typ, der nervt. Der nervt. Und jetzt kommen die größten Aslaks überhaupt. Die mache ich erstmal fertig, dann geht's weiter. Ach, den wollte ich doch gar nicht dahinstellen. Oh, ich dachte, die schmeißt den dann weg. Toll. Jetzt haben wir die Skorpione am Arsch und die großen Viecher davon gerade. Ich glaube, den Typen müssen wir ein bisschen mehr geben, ey. Ach, der ist schon down, das ist gut. Gut, wir dürfen nur nicht so auf Schulterhöhe schießen bei den Viechern. Wir müssen versuchen, die woanders zu treffen, weil da haben sie so eine Art Panzer. Und der kommt uns nicht wirklich zugute. Halten Sie zum Suchen. Trophy-System. Ja, schmeiß mal hin da. So, hau rein, Kollege. Schmeiß hier hin. Dann wird das, soweit ich weiß, von den Skorpionrotz hier geschützt. Das Bohrer-Dingen. Nein, ich wollte den Bohrer. Ach, scheiß drauf. Bohrer hat die Hälfte geschafft, das ist schon mal gut. Vepr oder Bison weggeben? Ah, ich bin mir immer noch relativ unsicher. Jetzt kommen sie gleich wieder alle auf einmal. Ein Rhino kommt, der Rhino. Ja, mei, das ist der Rhino. Später kommen ganz viele von den Viechern. Ich will's schaffen heute. Ich will's schaffen, schaffen. Da, 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 da. Alles weglotzen hier. Piss dich, Alter. Ich sehe gerade. Oh, jetzt kommen sie wieder alle. Die kommen wieder alle angekrochen auf einen Haufen. Unglaublich, die Typen. Mir fehlt so langsam wieder die Muni. Los, drauf aufs Schlachtfeld damit. Jo. Fähigkeitenpunkte. Ich habe jetzt auf die Herausforderung, by the way, gar nicht geachtet. Bison oder Vepr? Naja, ich gebe die Bison weg. Die Vepr gefällt mir einfach zu gut. Dafür haben wir hier noch eine andere Waffe, die relativ nützlich ist. Wir müssen uns aber ein bisschen beeilen. Gut. Animalische Instinkte etwas weiter ausbauen. Hier ist doch irgendwo noch die Chainsaw gewesen. Hä? Wo ist sie denn? Honey Badger. Nee, nee, lass mal stecken. Wo ist denn die scheiß Chainsaw? Die gab's doch hier irgendwo. Das Ding da hinten doch nicht. Doch. Doch, Tatsache. Chainsaw. Das Ding zieht richtig weg, ey. Damit müsst ihr mal spielen. Das ist richtig nice. Okay. Hier war ich noch nie drin. Was ist das denn?
Ach ja, RPG. Nee, lass mal lieber. Komme ich nicht so gut mit klar. Ja, in so einer Höhle hier ausharren wäre auch ganz nice. Okay. Ich hole mal eben das Trophy-System. Sollte man mitnehmen. Finden Sie den Aussätzigen. Oh Mann. Die Batterie von. Ah, scheiße. Die Batterie wird langsam leer. Ich muss den PS4-Controller aufladen. Das ist natürlich scheiße. Ich muss jetzt noch durchziehen. Wenn er sagt, die Batterie wird langsam leer, dann ist er meistens bei 20% oder so. Dementsprechend geht das eigentlich noch. Ich hoffe nur, dass es jetzt bei der PS4 ist wie bei der PS3. Dass man dann noch genug Power hat, um hier weiter zu zocken. Eine Stunde oder so. Wir sind aufgestiegen, Rang 8. Yeah! Gelevelt! Yeah! Ich habe ja auch sonst in meinem Leben nichts zu tun. Yeah! Eine Sache, die auch immer wieder kritisiert wird, ist das Leveling. Ja. Wir haben es gemerkt. Leveling. Unnötig. Und ich schäme mich schon die ganze Zeit, dass ich auf einfach spiele, aber auf normal ist es mir einfach viel zu schwer gewesen letzte Mal. Und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt hier wäre. Sie können kein Geld mehr tragen. Nee. Okay, die sind erledigt. Dann holen wir uns doch mal so ein Ding hier und nochmal die animalischen Instinkte. Da ist noch einer. So gelotzt, Alter. Ja, komm, ich zieh dich. Boah. Wenn die Rhinos gleich kommen, dann wird es ein bisschen schwer. So. Die sind wir, glaube ich, auch los. Jo, da kommt keiner mehr. Ja, das scheiß Nest ist gleich im Arsch. Auch doof, dass ihr es nicht selber angreifen könnt. Nein, Feinde greifen den Bohrer an. Ja. Sehr interessant. Es gibt ja auch sonst im Leben nichts, was mich irgendwie aufheitert. Geh weg. Du stinkst, Alter. Verpiss dich. Da ist er. Hab ihn. Ah, da guckst du doof, ne? Au, Arschloch. Verpiss dich. Bäh. Dreckiger Alien-Bastard. Wo ist der Rest von euch? Ihr Lotzis. Bereich ist sicher. Gut. Ja, ist gut. Jetzt krieg mal deinen Orgasmus hier unter Kontrolle, Alte. Naja, ich weiß auch nicht, wie viele wir davon überleben können. Und auch cool, dass eine Frau so ein fettes Ding hier mal eben eine Leiter hochschleppt. Das ist echt. Boah, Respekt, Alter. So, wir brauchen natürlich wieder neue Munition. Geben Sie 6000 aus, das kann ja so schwer nicht sein. Einfach ganze Zeit animalische Instinkte einsetzen. Und die Chainsaw ausrüsten natürlich. Was auch sonst. Boah, das ist ja mal eine Waffe. Jetzt weiß ich auch wieder, warum die so beliebt war am Anfang. Am Anfang schon, muss man bemerken. Die ist ja immer noch relativ beliebt. So. Bevor das Nest zerstört ist. Ey, damit schaffen wir es ja locker. Also die Chainsaw, die ist ja perfekt im Handling, Alter. Wann will man damit mal Probleme haben? Ich hätte das nicht sagen sollen, glaube ich. Das war ein Fehler. Feindlicher Bohrer! Was? Feindlicher Bohrer? Wie komme ich denn jetzt darauf?